Ich bin Michael Schmidt, Landespastor für Diakonie in Bremen. Was mir zu Glocken einfällt. Ich habe 10 Jahre unter einem Glockenturm gelebt. Das sind nach wie vor noch die schönsten Glocken, die ich so im Ohr habe. Sie haben meinen Tag morgens gegen 6 begonnen und abends um 22 Uhr beendet. Und ich habe jede Viertelstunde den Glockenschlag gehört. Das heißt, eigentlich habe ich ihn nur gehört, wenn er nicht mehr da war. Das heißt, wenn die Glocken verstummten, weil sie gewartet wurden, weil das Glockenwerk kaputt war, wie auch immer, dann habe ich meine Glocken vermisst. Ansonsten waren sie eigentlich rund um die Uhr ständig da. Nun lebe ich nicht mehr unter einem Kirchturm, freue mich aber, wenn ich durch eine Stadt gehe, durch Bremen, durch Berlin, wo auch immer, und an der einen oder anderen Stelle Glocken höre. Hier in Berlin heute höre ich schöne Glocken. Sie erinnern mich so ein bisschen an diese 10 Jahre und sind von daher auch immer noch ein Stück zu Hause.